Hallo, heute geht es um eine Prüfungsaufgabe bei der Prüfung zur Basisqualifikation der Industriemeister. Aus dem Jahre 2010 und dann aus dem November. Die Aufgabe, die wir uns angucken wollen, ist Aufgabe 2. In dieser Aufgabe geht es um ein Wasserkraftwerk, das aus einer bestimmten Fallhöhe heraus Strom erzeugen soll, und die Daten sind folgendermaßen gegeben. Im Jahresdurchschnitt fließt pro Sekunde durch die Rohrleitung 200 Liter Wasser. Also 200 Liter pro Sekunde Wasser fließen durch dieses Rohr. Setzen wir mal die entsprechenden Einheiten um. So ist Liter Volumen und Sekunde die Zeit. Und diese Stoffgröße, Volumen pro Zeit, wird allgemein als Volumenstrom oder V-Punkt bezeichnet. Da es sich um Wasser handelt, wissen wir sofort, dass die spezifische Dichte des Wassers 1 Kilogramm pro Dezimeter Kubik ist. Dieses Wasser durchläuft eine Fallhöhe von H gleich 4 Metern. Und gesucht ist A, die theoretische, im Allgemeinen sind die Größen aufgrund ihrer Energieverhältnisse ineinander umrechenbar, sodass man zwischen Pumpleistung und Turbinenleistung praktisch keinen Unterschied hat, außer der Wirkungsgrad, der sich vielleicht dazwischen verbirgt. Zum besseren Verständnis fertigen wir uns eine Skizze des Problems. Und manchmal ist es wirklich einfacher, sich schnell eine Skizze zu malen, damit man dann quasi die entsprechenden physikalischen Zusammenhänge besser wiedererkennen kann. Das Wasser wird auf einem höheren Niveau gestaut, über eine Staumauer. Und durch einen Zulauf fließt das Wasser in die Turbine.